Doch er fand statt. Und Ramses der Große spielte eine Schlüsselrolle im Ablauf der Ereignisse. Dies könnte die einzige biblische Figur sein, in deren Gesicht wir noch heute blicken können. Der Exodus liefert vielleicht auch die Erklärung für eine Veränderung in Ramses Wesen und Verhalten, eine Art Midlife-Crisis des Königs, für die sich noch heute zahlreiche Beweise auf Tempelwänden finden lassen. Hier zum Beispiel. Dies ist der erste Friedensvertrag der Geschichte, geschlossen zwischen Ramses und dem König der Hethiter. Hier findet sich alles, was einen solchen Vertrag noch heute ausmacht, bis hin zum Nichtangriffspakt. Besonders wichtig ist aber, dass Ramses der Große sich verpflichtet, nicht in das Land der Hethiter vorzudringen und Eroberungen zu machen. Damit gab er Kadesh auf, die Stadt, um die er jahrelang gekämpft hatte. Warum ließ er sich darauf ein? Ich denke, die Antwort liegt im Exodus. Ramses hatte seine erste Niederlage erlitten. Er hatte seinen erstgeborenen Sohn verloren. Vielleicht war das mehr, als er ertragen konnte. Nicht nur der Exodus und der Tod mehrerer Söhne bedrückten den König. Abu Simbel wurde ungefähr im 24. Jahr seiner Herrschaft fertiggestellt und er segelte mit Nefertari den Nil hinauf, um die gewaltigen Tempel zu weihen. Kein ägyptischer König hatte je Vergleichbares geschaffen. Von all seinen Frauen war nur Nefertari auch seine Freundin und Gefährtin gewesen. Sie begleitete ihn überall hin und war auch als Statue in jedem Tempel an seiner Seite. Doch die Fahrt nach Abu Simbel sollte Nefertaris letzte Reise sein. Sie, für die die Sonne scheint, starb kurz nach der Rückkehr in den Palast von Pi-Ramese. Im Tal der Königinnen, das auch Tal der Schönheiten genannt wurde, schuf Ramses für Nefertari das prachtvollste Grab des ganzen Landes. An den Wänden ist seine geliebte Königin zu sehen, schlank und elegant. Und bereit für die Reise in die nächste Welt. Dort würde sie ihren gerechten Platz bei den Göttern einnehmen. Ramses selbst sollte noch 40 weitere Jahre ohne Nefertaris Begleitung regieren. Doch von nun an war er ein anderer Mensch. Nie wieder führte er eine Armee in die Schlacht. Eroberungen und Beutezüge interessierten ihn jetzt weit weniger als das Errichten von Grabstätten und Monumenten. Kaum ein Jahr verging, ohne dass eines seiner über 80 Kinder oder eine seiner Frauen starb. Ein ganzes Dorf von Arbeitern, Bildhauern, Malern, Steinmetzen und Aufsehern war nur damit beschäftigt, die Gräber der königlichen Familie fertigzustellen. In dieser Siedlung lebten die Erbauer der königlichen Grabstätten. 70 Familien auf engstem Raum. Jeder kannte hier jeden und aus keinem anderen Dorf des alten Ägyptens sind mehr Informationen erhalten. Die Dorfgemeinschaft dürfte sehr eng gewesen sein, denn die Menschen hier im Tal der Könige lebten abseits aller anderen Siedlungen. Auch zum Nil war es so weit, dass eine Art Wäschereidienst notwendig war, um die Kleider zu reinigen. Jeder half dem anderen mit seinen Fähigkeiten, der Maler dem Steinmetz und umgekehrt. Doch letztlich verbrachten die Arbeiter wenig Zeit in ihrem Dorf. Der Weg zur Arbeitsstelle war oft so weit, dass sie ihn nicht jeden Tag zurücklegen konnten. Über diese Schotterwege gingen sie, in kleinen Grüppchen zu dritt oder viert, das Werkzeug geschultert und ins Gespräch vertieft. Es war eine schöne Strecke, und wenn die Anhöhe erreicht war, hatten sie das gesamte Niltal zu ihren Füßen. Von hier aus konnten sie die Fortschritte beim Bau des Ramesseums beobachten, des gewaltigen Mausoleums für König Ramses, das unten im Tal errichtet wurde. Gleich hinter dem Bergrücken lag das Tal der Könige. An diesem Ort hoffte Ramses, die Ewigkeit zu verbringen.
Nach einer Herrschaft von 67 Jahren starb Ramses der Große in seinem Palast im Nildelta. Sein Körper wurde am selben Ort balsamiert, an dem schon seine geliebte Frau Nefertari, sein erstgeborener Sohn und die vielen anderen Söhne und Töchter mumifiziert wurden, die vor ihm gestorben waren. Ganze 70 Tage dauerte die Prozedur. Für die lange Reise nach Süden und zum Tal der Könige wurde der Leichnam auf eine königliche Barke gebettet. 3 Wochen lang trug das Schiff den Verstorbenen stromaufwärts. Überall säumten die Ägypter die Ufer, um jenem Pharao die letzte Ehre zu erweisen, der fast 3/4 eines Jahrhunderts so gut regiert hatte. Frauen warfen sich Sand auf das Haupt und zerrissen sich zum Zeichen der Trauer die Kleider. Bei der Ankunft in Theben erwarteten die höchsten Priester des Amun den Leichnam. Für die Überquerung des Nils, die letzte Reise in den Westen und die Gefilde des Todes, wurde die Mumie des Königs erneut auf eine Barke gebettet. Am Westufer wartete ein Begräbnisschlitten, der Ramses bis zu seinem Grab brachte. Priester trugen die alten Gebete vor, dann war der König bereit, sich zu den Göttern zu gesellen. 67 Jahre lang hatten große Künstler an seinem Grab gearbeitet. Jetzt wurde der steinerne Sarkophag des Königs gemessenen Schrittes durch die prachtvoll geschmückten Gänge getragen, vorbei an den heiligen Texten, die den Übergang in die nächste Welt beschleunigen sollten. Das Buch der Tore, versehen mit den Schlüsselworten zum Überwinden aller Hindernisse. Und das Wichtigste, das Totenbuch, das die Auferstehung in der anderen Welt gewährleisten sollte. Der Gang neigte sich tief in die Felsen hinunter. An seinem Ende lagen Räume, deren Wände mit Malereien und Reliefs bedeckt waren, die den Göttern zeigen sollten, dass Ramses einer der ihren war. Im Lauf der Jahrtausende wurde das Grab durch Räuber, aber auch durch Schlamm- und Wassereinbrüche fast zerstört. Trotzdem ist es Ramses des Großen noch heute würdig. Die Grabkammer ist die größte im Tal der Könige und umfasste einst sicher die größten Schätze. Jahrzehntelang war Ramses der Herrscher über eines der reichsten Länder der Erde. Ihm sollte es an Gold für das Jenseits nicht mangeln. Hier dürften weit größere Reichtümer versammelt gewesen sein als im Grab des jung verstorbenen Pharao Tutanchamun. Als Ramses starb, waren die Männer, die an seinem Grab gearbeitet hatten, längst tot. Nach 67 Jahren der Herrschaft war er für die meisten Ägypter der einzige König, den sie je gekannt hatten. Schon deshalb trauerte das ganze Land, als Ramses zu den Göttern aufstieg. Die Mumie des Herrschers blieb nicht für immer in ihrem Grab. Schon in der 21. Dynastie wurde sie umgebettet und 1881 von Archäologen in einem Versteck entdeckt und nach Kairo gebracht. Doch auch das war nicht die letzte Reise des Königs. 1975 wurde festgestellt, dass der Pharao im Museum einen zweiten Tod starb. Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze hatten seine Mumie hier in den letzten 90 Jahren angegriffen. 1976 wurde die Mumie von Ramses dem Großen nach Paris gebracht. Dem hohen Gast, der vor fast 3200 Jahren gestorben war, wurden hier alle offiziellen Ehren erwiesen, die beim Besuch eines Staatsoberhauptes üblich sind. Im Musée de l'Homme machte sich schließlich ein ganzes Team von Wissenschaftlern an die Rettung der Mumie. Die Röntgenaufnahme von Ramses Schädel zeigte, dass seine Zähne in einem so schlechten Zustand gewesen waren, dass schon allein seine Zahninfektionen und Abszesse tödlich gewesen sein müssten. Bis heute ist nicht sicher, ob hier der Grund für Ramses Tod zu suchen ist. Sicher ist jedoch, dass der alternde Monarch unerträgliche Schmerzen durchlitten haben muss.
Er starb im Alter von über 90 Jahren. Doch im alten Ägypten ging jeder davon aus, dass er als junger König in der nächsten Welt auferstehen würde. Mehr als 3000 Jahre nach seinem Tod gilt Ramses heute als weiser, vorausschauender Politiker, dessen Einfluss und Vorbild noch weit bis in die nächste Dynastie nachwirkten. Kaum ein Pharao wurde so wie er zum Symbol